und eine weitere geometrische Figur, mit deren Hilfe ich dir wieder ein bisschen so das mathematische Denken und das mathematische Beweisen zeigen will. Mit Hilfe natürlich wieder von Dreiecken und Kongruenzsätzen, weil die einfach so bisher unsere Fundierung sozusagen sind für unsere Arbeit, die wir bisher so gemacht haben. Ich werde in dem Video jetzt hier relativ viele Aufgaben stellen für dich, also insgesamt drei. Und dementsprechend, da ich ja auch meine Beweisidee dir jedes Mal dann zeigen möchte, mache ich das Ganze ein bisschen schneller als sonst. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal irgendeine Aussage treffe und dir die nicht sofort klar ist, mach am besten Pause und denk erstmal drüber nach. Schau vielleicht in einem der vorherigen Videos, ist recht wahrscheinlich, dass ich das dann mal irgendwo anders schon erwähnt hatte. Und ganz wichtig, mach auch jetzt am Anfang einmal Pause und schau dir erstmal die Figur an und studiere sozusagen erstmal die Figur, die du jetzt hier gerade vor dir siehst, um zu wissen, wovon ich jetzt hier gleich spreche, wenn ich jetzt ein bisschen schneller loslege sozusagen. Okay, fangen wir an. Die erste Frage, die ich dir stellen würde, du siehst ja jetzt hier die Figur hier oben und hier sind die beiden Angaben, also die beiden Flügel sind gleich lang sozusagen und die beiden Winkel hier unten sind auch gleich groß. Und meine erste Frage wäre jetzt, oder andersrum, ich behaupte jetzt einfach mal, naja, man sieht ja offensichtlich hier an dem Bild, wenn das alles so gegeben ist, wie es hier steht, dann ist E der Mittelpunkt von der Strecke AB. Oder andersrum gesagt, ich behaupte jetzt hier einfach mal, AB muss ja, Quatsch, AE meine ich, AE muss kongruent sein zur Strecke EB. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass die beiden hier gleich lang sein müssen. Sieht man am Diagramm ja eigentlich auch. EB? Fragezeichen. Okay, mach Pause, denk drüber nach, versuch einen eigenen Beweis zu führen, warum das so ist, warum das nicht so ist. Und dann, wenn du wieder anmachst, siehst du meine Beweisidee dazu. Okay, da bin ich wieder. Und mein erster Blick sofort wäre, dass das totaler Quatsch ist. Also das kann überhaupt nicht sein. Und das müsste man jetzt im Endeffekt natürlich auch noch beweisen. Ich mache das nur ganz kurz und radiere das danach auch wieder weg, weil ich den Platz brauche für die anderen beiden Beweise. Aber nur damit du es einmal gesehen hast. Meine Begründung dafür, dass das nicht stimmen kann, ist einfach, dass ich mit den gleichen Angaben hier eine Situation zeichnen kann, in der das eben nicht der Fall ist. Also ich kann ja jetzt einfach hier nochmal die beiden Flügel hier hinzeichnen. Also das hier wäre B, das hier wäre A und das hier wäre C. Was ich jetzt mache ist, ich lasse die beiden Winkel hier auch wieder gleich groß, aber ich mache die einfach, weiß nicht, unwahrscheinlich stumpf oder spitz. Also ich könnte sie jetzt zum Beispiel so machen und so machen. Na okay, das war jetzt schlecht gezeichnet, ist auch nur eine Skizze. Also vielleicht, also dass die beiden Winkel gleich groß sind und dann ist ja ganz offensichtlich, dass E nicht direkt in der Mitte von AE und AC liegt. Richtig? Okay, also wieder alles weggemacht. War also Unsinn hier oben. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich habe dir die Aufgabe nur gestellt, um dir einmal die Möglichkeit oder zu zeigen, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass Fragen, die dir gestellt werden, natürlich auch oder Aussagen, dass die unwahr sein können. Also nicht alles glauben, was dir hier irgendwer in einem YouTube-Video erzählt. Wichtig ist immer selber drüber nachdenken. Okay, jetzt die nächste Frage. Vielleicht ist die ja richtig. Achso, ich mache mal am besten hier die beiden Strichchen hier wieder raus, weil die waren ja gelogen. Also zack, machen wir das hier wieder zu. So. Okay, eine andere Frage, auch wenn ich wieder auf das Diagramm hier rauf gucke, würde ich behaupten, oder zumindest meine Intuition sagt mir, dass irgendwie die Strecke BF und die Strecke CE, dass die auf jeden Fall gleich lang sein könnten. Also ich schreibe es mal am besten nochmal hin in grün. Hier oben die Frage ist jetzt, ist die Strecke BF kongruent zur Strecke CE? So, jetzt bist du wieder dran. Kurz Pause machen oder wahrscheinlich ein bisschen länger Pause machen. Versuch mal, ob du einen Beweis findest. Wie gesagt, meine Intuition sagt mir, das müsste so sein. Vielleicht sagt dir deine das ja auch. Und wenn deine Intuition dir das sagt, dann gibt es dafür im Normalfall auch einen Beweis, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, da bin ich wieder. Und jetzt gibt es meine Beweisidee dazu. Wie gesagt, Dreiecke, denke ich, da fühlst auch du dich jetzt schon ziemlich sicher mit. Da kennen wir jetzt schon einige Angaben von. Deswegen wäre eine Idee jetzt erstmal zu gucken, welche Dreiecke sind überhaupt in dieser Figur hier zu erkennen. Und da sind natürlich einmal diese beiden kleinen hier zu sehen. Aber ich habe lange darüber nachgedacht und mir haben zumindest diese kleinen Dreiecke jetzt nicht weitergeholfen für diese Aussage hier. Deswegen habe ich weitergesucht. Und dann sind mir auf jeden Fall zwei Dreiecke eingefallen oder aufgefallen, die ich dir jetzt am besten hier unten nochmal einmal hinzeichne, damit das gleich ein bisschen leichter zu sehen ist. Also einmal das Dreieck
Das sieht ungefähr so aus. Und zwar hat das die Punkte, oh warte, ich mache das mal ein bisschen höher, dass ich die Punkte noch mit dran schreiben kann. Also das eine sieht ja ungefähr so aus. Das hat hier unten den Punkt B, das hat hier den Punkt F und hier oben den Punkt A. Richtig, deswegen zeichne ich es jetzt mal einmal kurz hier oben ein, damit du genau siehst, was ich meine. Das ist ja auch ein großes Dreieck. Ich mache das mal wieder weg, sonst wird das Ganze hier ein bisschen zu unübersichtlich. Und in rosa mache ich noch das andere, und zwar wäre das dann nämlich das hier. Zack, das zeige ich jetzt auch nochmal hier unten hin. Und zwar, das sieht ja dann ungefähr, ja, vielleicht so, so, wie gesagt, ist ja nur eine Skizze für einen Beweis, damit du gleich besser sehen kannst, was ich meine. Und dann ist hier oben wieder der Punkt A, dann ist hier der Punkt E und hier unten ist der Punkt C. Okay, und Aussage Nummer 1 sagt ja hier, dass AB, also die lange Seite in dem Dreieck hier, die hier, die ist genauso lang wie AC. Also, okay, die beiden Seiten aus den beiden Dreiecken haben wir also schon mal. Und wir wissen auch, mit Aussage 2 ist ja gegeben, dass der Winkel hier unten genauso groß ist wie der Winkel hier unten. So, ich versuche jetzt natürlich wieder, oder meine Idee wäre jetzt natürlich wieder, zu zeigen, dass die beiden Dreiecke hier, das grüne und das rosane, dass die zueinander kongruent sind. Weil dann kann ich ja auch zeigen, oder dann kann ich ja daraus ganz einfach schlussfolgern, dass die Seiten auch alle gleich lang sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie will ich das zeigen? Und was mir sofort ins Auge springt, was ein bisschen seltsam ist oder was ja, irgendwie besonders scheint, dass hier oben der Punkt genau der gleiche ist. Also der Punkt A hier oben ist bei beiden Dreiecken genau der gleiche. Und logisch, wenn ich jetzt nochmal auf das Diagramm hier oben oder auf die Zeichnung hier oben schaue, dann heißt das ja im Endeffekt nur, dass die diesen Winkel hier oben einfach teilen. Das ist ja genau der gleiche bei beiden Dreiecken. Also der Winkel hier ist ja genau der gleiche wie der hier. Um das jetzt mathematisch ganz sauber zu machen, schreibe ich das als Aussage natürlich nochmal einmal hin. Also die Aussage ist jetzt, dass der Winkel BAF, wenn man sich das Dreieck hier anguckt, der Winkel BAF ist kongruent zum Winkel in dem violetten Dreieck CAE. Zum Winkel CAE. Und ja gut, als Begründung könnte man jetzt mehrere Möglichkeiten, oder hast du mehrere Möglichkeiten, eine Wege hinzuschreiben, dass es offensichtlich ist. Ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Weil nur weil was für dich offensichtlich ist, mit dem Diagramm oder mit Hilfe des Diagramms zum Beispiel, heißt es nicht, dass das jeder andere auch sofort sieht. Und hierfür gibt es zumindest einen schönen Begriff, der sich Reflexivität nennt. Reflexivität. Musst du nicht zwangsläufig merken, aber im Normalfall bedeutet Reflexivität in der Mathematik nur so viel, dass irgendetwas genauso groß ist wie es selbst sozusagen. Also in dem Fall ist halt dieser Winkel hier genauso groß wie er selbst halt. Hört sich jetzt komisch an, aber in der Mathematik macht das häufig sogar Sinn, dass man ein extra Wort dafür hat, weil das halt nicht immer offensichtlich ist. Also wenn ich dir die beiden Dreiecke jetzt zum Beispiel zeige, ist das ja nicht offensichtlich, dass das die gleichen sind. Wenn ich die übereinander packe, sieht das Ganze so aus und dann ist es offensichtlich. Okay, wieder viel rumgeschwafelt. Weiter geht's. Jetzt hab ich also hier zwei Winkel und die Seite, ich habe eine Seite und die beiden daran liegenden Winkel. Und das ist ja ein Kongruenzsatz, den wir schon mal in einem der Videos behandelt hatten. Also kann ich ja auf jeden Fall jetzt auch daraus schließen, dass die beiden Dreiecke zueinander kongruent sein müssen. Also das Dreieck BAF muss kongruent sein zum Dreieck CAE. CAE. Und zwar weiß ich das einmal aus der Aussage Nummer 1, aus der Aussage Nummer 2, aus der Aussage Nummer 3. Und weil die drei zusammen helfen mir nämlich zusammen dann mit dem Winkel-Seite-Winkelsatz. Okay, ja gut, und wenn die jetzt habe ich ja gezeigt, dass die beiden zueinander kongruent sind. Und dann ist natürlich nur noch eine Formsache. Ich will ja das hier oben zeigen. Also sollte das auch in meinem Beweis hier als eine Zeile aufgeführt werden. Also folgt daraus auch, dass BF, die Strecke BF, muss kongruent sein zur Strecke CE. Das kann ich direkt aus Aussage Nummer 4 schlussfolgern, weil das ja jeweils die korrespondierenden Seiten sind. Also hier ist ja BF, die Seite hier unten, also gegenüber von der längsten Seite mehr oder weniger. Und das hier, die Seite CE, ist hier auch gegenüber von dieser langen Seite mehr, wie man es sehen will. Oder sie ist die längere von den beiden fehlenden Seiten. Okay, so viel dazu. Also das hier oben können wir schon mal abhaken, das ist richtig. Und jetzt noch ein bisschen ausgefallenerer Beweis. Oder zumindest eine Aussage, die ein bisschen länger dauert wahrscheinlich auch zu beweisen.
Und zwar gleicher Ansatz sozusagen, wenn ich hier auf das Diagramm gucke, habe ich die Intuition zumindest, dass die kleinen Strecken hier auch gleich lang sind. Und zwar hier DE und DF. Die müssten eigentlich, wie gesagt, du sagst mir das meine Intuition zumindest, die müssten irgendwie auch gleich lang sein. Die Frage ist, kannst du es beweisen? Oder andersrum, kann ich es dir beweisen? Ist ja schließlich meine Intuition. Mach wieder Pause, probier dich dran. Ich sag dir jetzt schon mal, oder ich verrate dir schon mal, es gibt dafür definitiv einen Beweis. Und die Frage ist aber, ob du ihn auch finden kannst. Okay, jetzt bin ich wieder dran und zeige dir mal meine Idee, wie ich drauf gekommen bin. Also, der Ansatz, den ich jetzt wieder habe, auf den ich hinarbeiten möchte, ist, dass ich zeigen möchte, dass das Dreieck hier links, also BDE, kongruent ist zu dem Dreieck hier rechts, also CDF. Wenn ich das zeigen kann, dann weiß ich ja, dass alle Seiten auch gleich lang sind, also mit der gleichen Idee, wie ich es hier auch gemacht habe. Wenn ich die Kongruenz zeige, weiß ich, dass alle Seiten gleich lang sind. Okay, jetzt ist also die Frage, welche Angaben aus den Dreiecken kriege ich dann noch irgendwie rausgequetscht, sozusagen, dass ich da irgendwie einen Kongruenzsatz draus machen kann oder einen Kongruenzsatz drauf benutzen kann. Und eine Sache, die ich noch relativ offensichtlich fand, war oder finde, ist, dass der Winkel hier und der Winkel hier gleich groß sein müssen. Also ich schreibe es erstmal hin und dann erkläre ich nochmal kurz, warum das so ist, oder kannst du ja währenddessen schon mal selber überlegen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, oder ich treffe die Aussage, dass der Winkel BDE, der muss kongruent sein zu dem Winkel CDF. Zum Winkel CDF. Und meine Begründung dafür ist einfach nur, dass es beide Scheitelwinkel sind mit dem gleichen Scheitelpunkt, also D oder Gegenwinkel. Sind halt Winkel, die am Scheitelpunkt oder am Scheitelpunkt D gespiegelt sind. Also Scheitelwinkel. Scheitelwinkel. Okay. So, wenn ich jetzt noch zeigen könnte, dass die beiden hier oben gleich sind, die beiden Winkel, hätte ich damit ja wenig gewonnen, weil wenn drei Winkel gleich groß sind, dann heißt das ja nur, dass die beiden Dreiecke ähnlich zueinander sind. Aber Ähnlichkeit reicht ja nicht aus, um zu sagen, dass die Seiten gleich lang sind. Also Ähnlichkeit ist ja im Endeffekt nur, das eine Dreieck ist irgendwie eine vergrößerte oder verkleinerte Version von dem Ursprungsdreieck sozusagen. Also den Winkel zeigen hilft mir nicht. So, die Seite hier kann ich auch wohl schlecht zeigen, dass die irgendwie gleich lang sind, weil das ist ja im Endeffekt das, worauf ich hinarbeiten möchte. Dass man das BD und CD gleich lang sind, kann ich irgendwie auch nicht zeigen. Ich weiß zwar, dass die beiden langen gleich lang sind, aber ich könnte jetzt irgendwie unter der Voraussetzung, dass ED genauso lang ist wie DF, muss auch BD genauso lang sein wie DC. Das wäre eine Aussage, die ich treffen könnte, aber dann würde ich ja irgendwie im Kreis argumentieren, das ist ja unsinnig. Also das ist zumindest nichts, was mir ein anderer Mensch unbedingt glauben muss, und vor allem du musst mir das dann nicht glauben. Deswegen muss ich jetzt irgendwie noch zeigen, dass EB, ich zeige das am besten nochmal ein, welche Farbe hatte ich noch nicht? Ich hatte alle Farben irgendwie schon. Dann nehme ich nochmal Pink. Also, die Seite EB, wenn ich noch zeigen kann, dass die kongruent ist zur Seite FC, dann hätte ich auch wieder genug Angaben, um mit Hilfe des Seite-Winkel-Winkelsatzes zu zeigen, dass diese beiden Dreiecke hier kongruent zueinander sind. Jetzt die Frage, kann ich das auch beweisen, dass die beiden Seiten gleich lang sind? Wieder, wenn ich drauf gucke zumindest, würde ich sofort sagen, klar, logisch, aber das muss nicht für jeden offensichtlich sein. Deswegen will ich das natürlich auch beweisen. Und meine erste Aussage dazu, um das zu beweisen, und das war auch jetzt der Knackpunkt, warum der Beweis jetzt hier ein bisschen haariger ist. Meine erste Aussage wäre mal die Strecke EB. Upsala. Die Strecke EB setzt sich ja zusammen aus der langen Strecke, also AB, minus dem Rest sozusagen, also minus AE. Minus AE. Richtig? Okay, hier will ich jetzt wirklich mal hinschreiben, offensichtlich, auch an Ermangelungen eines Begriffs dafür, offensichtlich. Das heißt im Endeffekt nur, dass AB zusammengesetzt ist aus zwei Teilstrecken, die dann halt eben BE und EA sind, oder AE, wie du sie nennen willst. Okay, die gleiche Aussage kann ich hier drüben auf der anderen Seite ja auch noch treffen. Also Aussage Nummer 8, die Strecke FC ist im Endeffekt so groß wie die lange Strecke AC minus die kurze Strecke AF oder die andere Strecke AF. Ich mache mal hier so Gänsefüßchen hin, ist auch offensichtlich. Okay, und jetzt habe ich ja schon einmal auf jeden Fall behauptet oder einmal schon mal gezeigt, dass AB und AC gleich groß sind. Das heißt, die beiden könnte ich jetzt hier irgendwie austauschen.
nützt mir jetzt auch nicht zwangsläufig viel. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt bei beiden, wenn ich das für beide zeigen könnte, dass ich sowohl AB und AC untereinander austauschen kann und auch AE und AF untereinander austauschen kann, dann kann ich auch EB und FC untereinander austauschen. Also, was meine ich damit? Ich habe ja hier oben schon gezeigt, dass diese beiden Dreiecke hier kongruent zueinander sind, mit Aussage Nummer 4. Das heißt, daraus lässt sich ja auch gleich Schlussfolgern, nicht 4, das nächste wäre natürlich 9, dass die Seite AE ist auch kongruent zur Seite oder zur Strecke AF. So, und woher weiß ich das? Direkt aus Nummer 4. Ich zeige es dir nochmal hier drüben an dem hier. Was ich jetzt sage, ist, dass das hier genauso lang ist wie das hier. Und wie gesagt, die beiden Dreiecke sind ja zueinander kongruent, also muss das definitiv der Fall sein. Okay, und damit kann ich ja jetzt einfach mal eine ganz kuriose Aussage treffen. Oder eine, die vielleicht am Anfang ein bisschen wirr aussieht oder ein bisschen lang ist. Also, ich habe ja hier oben gesagt, dass das hier gilt. Das schreibe ich jetzt einfach nochmal hin. EB ist genauso lang wie AB minus AE. Okay, dann ist das aber auch genauso lang wie, also AB kann ich ja austauschen mit, wo habe ich es stehen? Hier. AB kann ich ja austauschen mit AC. Also kann ich jetzt hier auch hinschreiben AC. Und AE, habe ich ja hier eben gezeigt, kann ich auch austauschen mit AF, die sind eh gleich lang. AF sind eh gleich lang. Okay, und AC minus AF habe ich ja hier oben schon stehen, das ist ja das gleiche wie FC. Das heißt, wenn du jetzt einmal von links nach rechts hier durchgehst, habe ich im Endeffekt gezeigt, dass EB genauso lang sein muss wie FC. Und zwar habe ich das gemacht, einmal mit der Aussage 1. Die Aussage 1 war die hier, dann noch die Aussage 7, 8 und 9. 7, 8 und 9. Und das war vielleicht nicht ganz so einfach zu erkennen. Ich scrolle noch ein bisschen runter, dann kann ich den Beweis noch fix zu Ende führen. Oh, bin auch schon bei 17 Minuten, sehe ich gerade. Es tut mir leid, dass das Video so lang geworden ist. Also, Aussage 10. EB ist also genauso groß wie FC. Ja, vielleicht noch ein bisschen hoch, dass man zumindest die Dreiecke da oben noch sehen kann. So vielleicht. Und dann mache ich jetzt nochmal in Gelb weiter. Also, die Seite ist gegeben, Winkel und Winkel ist gegeben. Das heißt, ich kann jetzt auch definitiv vorschlussfolgern mit Aussage Nummer 11, dass das Dreieck BED ist kongruent zum Dreieck CFD, zum Dreieck CFD. Und das weiß ich aus den Aussagen, muss ich mal gucken, die beiden Winkel hier brauche ich, also Aussage Nummer 2. Dann brauche ich den Winkel hier, das ist Aussage Nummer 6 gewesen. Und dann brauchen wir noch die Seite, dass die gleich lang sind, das habe ich eben gerade gemacht in Aussage Nummer 10. Und das Ganze ist dann der Seite-Winkel-Winkel-Satz. Seite-Winkel-Winkel-Satz. Und jetzt wieder der Form halber nochmal in Orange der Abschluss Nummer 12. Wenn die beiden kongruent zueinander sind, dann muss auch die Strecke EF, Quatsch, die Strecke EED natürlich, kongruent sein zur Strecke FD. FD. Und das war's.